Als Pater Ricardo an diesem Morgen die Kirche betrat, wusste er nicht, dass er der Protagonist eines schockierenden Videos werden würde, das die Gemeinde bald gegen ihn aufbrachte. Und da er nichts von der Kamera wusste, die ihn filmte, tat er dem jungen Mädchen, das allein in seiner Kirche betete, etwas Unglaubliches an. Es war unvermeidlich, dass sich die Wege von Laura und Ricardo kreuzen würden. Der neue Pfarrer hatte wenig Grund, sich dem jungen Mädchen zu nähern, das oft zum Beten in die Kirche kam, aber die Dorfbewohner sprachen oft über Laura und nach einer Weile hatte er das Gefühl, sie schon sein ganzes Leben lang zu kennen. Sie war ein Waisenmädchen, das in einem nahegelegenen Kloster aufgewachsen war. Nach ihrem Schulabschluss erwarteten alle, dass sie ihr Leben dem Nonnenkloster widmen würde, aber Laura wich unerwartet von ihrem erwarteten Schicksal ab. Obwohl sie der Kirche sehr verbunden blieb und sich für sie engagierte, brauchte sie die Freiheit eines Lebens außerhalb der Kirche. Nur wenige Menschen kamen Laura je nahe oder verstanden, was in ihr vorging. Trotz ihrer aufgeschlossenen Persönlichkeit hatte sie auch eine andere Seite an sich. Am liebsten war sie in den frühen Morgenstunden allein in der Kirche. Je nach Jahreszeit plante sie ihre Zeit mit Gott so, dass sie sich in den frühen Morgenstunden in den Sonnenstrahlen sonnen konnte, die durch die verglasten Fenster der Kirche brachen. Dort fand sie den Frieden und die Kraft, um den kommenden Tag mit Freude und Elan anzugehen. Vater Ricardo störte sie nie, wenn sie allein war, aber ohne dass sie es wusste, beobachtete er die junge Frau manchmal mit einem Gefühl der Ehrfurcht. Sie hatte offensichtlich eine ganz besondere spirituelle Beziehung zum Herrn und er beneidete sie fast um den Frieden, den sie ausstrahlte. An einem solchen frühen Morgen stand Pater Ricardo im hinteren Teil der Kirche, als er sah, dass Laura etwas völlig Ungewöhnliches tat. In einem Moment saß sie noch an der vorderen Kirchenbank und im nächsten Moment war sie verschwunden. Ricardo wusste nicht, was er tun sollte. Vielleicht war sie in Ohnmacht gefallen, dachte er. Es war ihm peinlich, dass er sie aus der Ferne beobachtete, aber gleichzeitig war er froh, in diesem seltsamen Moment dabei zu sein. Wenn sie Hilfe brauchte, dann würde er sie sofort leisten. Sein Herz klopfte in seiner Brust, als er auf Zehenspitzen zum Eingang der Kirche schlich. Pater Ricardo war schockiert von dem, was er sah. Laura lag mit geschlossenen Augen auf dem weichen Teppich. Ihre Atmung war ruhig, während das Licht der Glasmalerei verschlungene Muster auf ihr Gesicht zeichnete. Sie sah fast wie ein Engel aus. Ricardo wusste nicht, was in ihn gefahren war, aber ohne nachzudenken tat er etwas Unglaubliches und legte sich neben diese Vision des Friedens auf den Teppich. Mit geschlossenen Augen überkam Ricardo ein Gefühl der völligen Ruhe und des Friedens. Ricardo hatte sich schon immer zum Dienst berufen gefühlt, auch wenn er erst im Teenageralter begriff, dass Gott ihn rief. Schon als Kind war er am glücklichsten, wenn er sich in ein Kirchengebäude schleichen konnte, ohne dass jemand anwesend war. In der Stille spürte er immer, dass er am besten hören konnte. Eines Tages spürte Ricardo den Ruf, Priester zu werden. Nachdem er sein Studium abgeschlossen, seine ersten Jahre als Priester der Missionsarbeit gewidmet und sogar einige Zeit in Rom verbracht hatte, war Ricardo bereit, in die weite Welt entlassen zu werden. Ohne zu zögern gab er zu verstehen, dass er dorthin gehen würde, wo der Herr ihn hinschicken wollte. Mit großer Erwartung und Aufregung stieg Ricardo in das Flugzeug, das ihn zu seiner ersten Gemeinde bringen sollte. Der erste Empfang in dem kleinen Dorf war jedoch nur lauwarm. Ricardo hatte nicht damit gerechnet, dass es ihm so schwer fallen würde, sich an eine neue Kultur und eine völlig andere Art, Dinge zu tun, anzupassen. Man erwartete von ihm, dass er eine Gemeinschaft mit starken Überzeugungen und klaren Vorstellungen über die Art und Weise, wie die Dinge erledigt werden sollten, anführen würde. Ricardo wusste in seinem Herzen, dass er gesandt wurde, um eine neue Art des Gottesdienstes und des Glaubenswachstums zu präsentieren, aber er hätte nie gedacht, dass es so schwierig sein würde. Er wusste, dass er bei seiner Mission, Veränderungen herbeizuführen, in kleinen Schritten vorgehen musste. Die meisten Gemeindemitglieder waren im fortgeschrittenen Alter, während Ricardo die Aufgabe hatte, junge Menschen zurück in die Kirche zu holen. Die Kirche musste viel mehr werden als nur ein sonntäglicher Gottesdienst. Ein Leben im Glauben erforderte eine Veränderung des Lebensstils, bei der Gott in den Alltag integriert wurde. Anfangs gab es viel Widerstand von den älteren Menschen, als Pater Ricardo einen Fußballclub gründete. Sie hielten es für völlig unangemessen. Erst als sie sahen, dass kleine Kinder an den Gottesdiensten teilnahmen, erkannten sie, dass der Wahnsinn Methode hatte. Aber wegen ihres eigenen Stolzes waren sie nicht bereit, ihre Fehler zuzugeben, obwohl sie die positive Veränderung sahen.
Ricardo musste seine eigenen Grenzen in Bezug auf den Umgang mit Menschen überwinden. Obwohl er einen Beruf gewählt hatte, bei dem er täglich mit Menschen zu tun hatte, fühlte er sich in geselliger Runde nicht besonders wohl. Seine Stärke waren die Vorbereitung von Predigten. Er genoss es, Zeit allein zu verbringen, um das Wort zu studieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Oft ging er im Wald spazieren, während alle anderen schliefen, und verschaffte sich dort Klarheit über die Botschaft, die er am Sonntag verkünden würde. Obwohl es in der Gemeinde immer noch einen kleinen Prozentsatz an Widerstand gegen diesen fremden Priester gab, konnten nur wenige behaupten, dass seine Botschaften nicht lebensverändernd waren. Es war, als ob ein anderer Mensch während des Sonntagsgottesdienstes auf die Kirchenbank kletterte und das schüchterne Gemeindemitglied zurückließ, das im Grunde lieber mit dem Herrn und seinen Gedanken allein war. Dennoch fanden viele ältere Gemeindemitglieder unzählige Gründe, den neuen Pfarrer zu kritisieren. Und als einer von ihnen an diesem Morgen die Kirche betrat und Pater Ricardo neben Laura auf dem Boden liegen sah, zerbrach der zarte Frieden, den er im letzten Jahr im Dorf aufgebaut hatte. Weder Laura noch Ricardo bemerkten die Frau zunächst. Laura bewegte sich nicht, obwohl der Priester ihr Atmen hören konnte. Obwohl die Situation ein wenig unangenehm war, konnte Ricardo nicht anders, als sich dem Moment hinzugeben. Niemals hätte er erwartet, dass er einschlafen würde. Er träumte von einem himmlischen Garten, in dem alle Tiere friedlich miteinander lebten und in dem die schönste Harfen- und Flötenmusik erklang. Doch dann wurde er durch ein plötzliches Geräusch wachgerüttelt. Ohne es zu wissen, muss Vater Ricardo im Traum seine Hand nach Laura ausgestreckt haben und die beiden fanden sich händchenhaltend auf dem Boden wieder. Die Frau erwischte sie in dieser unpassenden und kompromittierenden Position. Gloria war eine der Personen, die immer noch ständig versuchten, etwas Negatives über Pater Ricardo zu berichten. Sie war empört über den Anblick, konnte aber gleichzeitig ihr Glück kaum fassen. Es tat ihr nur leid, dass sie die beiden nicht beim Küssen erwischt hatte, aber das war eine Geschichte, die sie sofort weit und breit verbreiten würde. Ihrer Meinung nach gab es eine Affäre zwischen den beiden jungen Turteltäubchen. Sie konnte sehen, wie sie sich gegenseitig ansahen. Obwohl Laura frei war zu heiraten, hatte ihr junger Vater ein anderes Leben gewählt. Er hatte seinen Eid gebrochen und musste streng bestraft werden. Obwohl einige Leute Pater Ricardo im Zweifel den Vorzug geben wollten, wollten die Tratschtanten das Schlimmste glauben und meldeten sein Verhalten. Erst als Pater Anthony eintraf und die beiden erst einzeln und dann gemeinsam befragte, war er davon überzeugt, was sich an diesem Tag in der Kirche abgespielt hatte. Um die Situation zu klären, wurde für den späten Nachmittag eine Versammlung einberufen, an der die gesamte Gemeinde teilnehmen musste. Inzwischen hatte sich das Gift in der ganzen Stadt verbreitet. Sogar einige Leute, die nicht zur Kirche gehörten, wollten an der Versammlung teilnehmen. Die beiden Lager setzten sich in die Kirche, je nachdem, welcher Seite der Geschichte sie Glauben schenkten. Auf der linken Seite saßen diejenigen, die überzeugt waren, dass Pater Ricardo ein Räuber war, der die arme Laura ausnutzte. Auf der rechten Seite saßen diejenigen, die Pater Ricardo liebten und glaubten, dass es eine unschuldige Erklärung für die Situation gab. Schließlich gab es nur eine Augenzeugin, die für ihren Klatsch und ihre böswilligen Absichten bekannt war. Aber als ihre Geschichte in Frage gestellt wurde, verriet Gloria, dass sie einen Trick in petto hatte. An dem Tag, als sie den Priester und das Mädchen auf dem Kirchenboden liegen sah, hatte sie sich hinter einer Säule versteckt, um die schockierende Begegnung zu filmen. Sie konnte die beiden nicht aufnehmen, während sie auf dem Boden lagen, aber sie schaffte es, den Moment festzuhalten, in dem Pater Ricardo Laura wieder auf die Beine half und sie in Richtung Pfarrhaus geleitete. Sie zeigte die Aufnahme der Gemeinde und viele flüsterten empört, als sie sahen, wie der Priester das junge Mädchen in einen anderen Raum führte und dann die Tür schloss. Pater Ricardo senkte beschämt den Kopf. Er hatte Pater Anthony bereits erklärt, dass er Laura nur in sein Arbeitszimmer eingeladen hatte, um mit ihr über ihren unerschütterlichen Glauben zu sprechen und ihr für die erstaunliche Erfahrung zu danken, die sie ihm an diesem Morgen geschenkt hatte. Aber jetzt konnte er sehen, dass sein Handeln falsch interpretiert werden könnte. Neben ihm errötete Laura, während sie sich das Video ansah. Sie hatte an diesem Morgen ein kurzes, geblümtes Kleid getragen, und der Gedanke, dass ihre eigenen Gemeindemitglieder glauben könnten, sie sei so gekleidet, um den Priester zu verführen, war überwältigend. Als Pater Anthony sich räusperte, wurde es ganz still in der Gemeinde. Gloria holte ihr Handy heraus und warf Pater Ricardo einen süffisanten Blick zu. Die Spannung im Raum konnte man mit einem stumpfen Messer durchschneiden.
Dann ergriff Pater Anthony das Wort. Was heute hier passiert, ist geradezu tragisch. Es ist ein trauriger Tag, an dem wir unseren Mitmenschen so sehr misstrauen, dass wir aufgrund einer Beobachtung zu voreiligen Schlüssen kommen. Glücklicherweise kann diese Angelegenheit heute ad acta gelegt werden, denn es sind Beweise für das, was an diesem Tag geschah, ans Licht gekommen. Pater Ricardo und Laura sahen ihn verwirrt an. Welche Beweise? Fragten sie sich. Hatte jemand anderes sie hinter ihrem Rücken aufgenommen? Dann holte Pater Anthony sein eigenes Handy hervor, auf dem ein weiteres Video abgespielt wurde. Eine Kamera, die aus Sicherheitsgründen im Pfarrhaus installiert worden war, hatte aufgenommen, wie Pater Ricardo und Laura den Raum betraten, sich an den Schreibtisch des Pfarrers setzten und ein nettes Gespräch führten. Ihre Begegnung endete mit einem festen Händedruck und Laura verließ das Pfarrhaus mit einem süßen Lächeln auf dem Gesicht. Pater Ricardo war schockiert. Er wusste nicht, dass es im Pfarrhaus eine Kamera gab. Sein Vorgänger hatte wohl vergessen, ihm davon zu erzählen. Aber obwohl er nicht wusste, dass er gefilmt wurde, verhielt er sich wie ein Mann mit Ehre und guten Manieren und zeigte Laura gegenüber nie etwas anderes als vollen Respekt. Gloria und viele der Gemeindemitglieder, die ihn beschuldigt hatten, waren jetzt rot vor Scham. Pater Anthony lächelte Ricardo an und wandte sich dann mit einem Stirnrunzeln weiter der Gemeinde zu. Die Lektion, die wir alle lernen sollten, ist, nicht so schnell voreilige Schlüsse zu ziehen. Schwester Gloria, es versteht sich von selbst, dass du sowohl Pater Ricardo als auch Laura eine Entschuldigung schuldig bist. Ich hoffe, dass alle, die an diesem Klatsch beteiligt waren und geholfen haben, dieses bösartige Gerücht zu verbreiten, heute hier anwesend sind, denn sie sind ebenso schuldig. Mehrere Gemeindemitglieder sprangen sofort auf und entschuldigten sich ausgiebig bei dem Pfarrer und dem jungen Mädchen, das sie zu Unrecht beschuldigt hatten. Laura war immer noch verbittert über die ganze Angelegenheit, aber Pater Ricardo lächelte die Gemeinde einfach an und vergab ihnen allen. Ja, sie hatten monatelang nach Möglichkeiten gesucht, ihn wegzuschicken. Aber in diesem Fall hatten sie sich auch um einen der ihren gekümmert und versucht, Laura auf ihre eigene verdrehte Art zu schützen. Und dafür würde er keinem von ihnen einen Groll hegen. Nicht einmal Gloria. Was für eine peinliche Wendung der Ereignisse für Gloria und die anderen Klatschtanten. Neigst du auch dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne alle Fakten zu kennen? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.